Schöne Brühe. Das sieht schon echt krass aus, wie das dann plötzlich so sich verfärbt, das Wasser. Aber es kommt nicht bis an die Möhren ran, das ist schon mal gut. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Timberborn im neuen Update 5. Im Experimental sollte ich vielleicht dazu sagen. Wenn ihr dieses Update spielen wollt, müsst ihr in Steam auf Eigenschaften gehen und unter Betas in dem Reiter die Experimental-Version auswählen. Aber Achtung, das kann natürlich dazu führen, dass ihr Spielstandskompatibilitätsprobleme bekommt. Immer vorher auch mal ein Backup machen vom Stable-Spielstand, bevor ihr das macht. Und wir haben jetzt den Abfluss fertiggestellt, den neuen Abfluss für das Schmutzwasser. Wenn es denn gleich ein Event gibt, was wieder das normale Wasser aus der Quelle austauscht mit Schmutzwasser, dann sollten wir in der Lage sein, das effektiver abzuleiten. Nämlich hier drüber, da machen wir hier nämlich die Schotten dicht und lassen das Ganze hier über diesen Abfluss gehen, über diese drei Schleusen hier, lassen wir das hier zum Kartenrand fließen. Und sollte diese Abflussmenge hier nicht ausreichen, wenn das hier zu schmal sein sollte, dann können wir das Schmutzwasser auch hier noch zusätzlich in das zentrale Becken ableiten. Dazu baue ich auch hier gerade nochmal eine Balustrade auf, damit das nicht hier noch irgendwie in Richtung Siedlungen dann fließt, wenn wir hier aufmachen, sondern dass das wirklich auch safe nur hier unten landet. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Timberborn im neuen Update 5 reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr mehr Timberborn sehen wollt. Ganz wichtig. Und schreibt mir auch, ob ihr es selber spielt, ob ihr es selber suchtet. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen oder die Playlist könnt da reinschauen. Den mal am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Da könnt ihr auch mal schauen, wie sich Timberborn verändert hat über die lange Zeit, in der es jetzt schon im Early Access ist. Es ist nämlich ganz schön phänomenal, was da alles dazugekommen ist, meiner Ansicht nach. Ich finde, das ist eines der besten Early Access Aufbauspiele, die in den letzten Jahren rausgekommen ist. Und wenn ihr das noch nicht gekauft habt, worauf wartet ihr eigentlich noch? Kauft euch das einfach, ohne Witz. Jetzt mal wirklich. Jetzt mal Biber bei die Fische. Kauft euch das einfach. So, genau, wir haben hier jetzt auch ein bisschen unsere Infrastruktur noch verbessert. Ich habe jetzt hier mal ein Freibad noch aufgebaut für die Biber. Genau, das ist nämlich auch ganz wichtig, dass die sich noch ein bisschen mehr noch vermehren, die Biber. Und am besten auch gleich nochmal ein neues Wohngebäude, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht auch mal was Schreifalten, mal so eine Dreifachhütte vielleicht auch mal Schreifalten. Könnte schlau sein. Dann haben wir nämlich hier noch mehr Kapazität. Machen wir es mal hier hin erstmal. Hauptsache, wir haben erstmal noch ein Gebäude. Da müssen sie halt hier in die Stadt laufen zum Arbeiten. Was brauchen sie da? 35 Holz. Haben wir das überhaupt noch? Wir haben 42. Die Antwort auf alles gerade. Okay, jetzt haben wir 44. Genau, wir haben jetzt hier auch die Stahlverarbeitung an den Start gebracht. Und die ist wichtig. Also, an den Start gebracht ist jetzt ein bisschen relativ zu sehen. Wir haben das jetzt erstmal mit einer Windmühle gelöst, die jetzt gerade keine Energie produziert. Aber ein bisschen Metall müssten wir jetzt eigentlich schon gemacht haben. 6 Blöcke immerhin, weil wir brauchen nämlich das Metall. Ja, das wird ja hier aus den Ruinen gefördert. Das brauchen wir, um jetzt die Verarbeitung von dem Schmutzwasser tatsächlich mal an den Start zu bringen. Denn es ist ja nicht nur eine Gefahr, das Schmutzwasser, sondern es ist auch ein Nutzen. Denn daraus können wir ja Sprengstoff herstellen. So, dazu müssen wir aber erstmal zum einen die Pumpen freischalten, die uns die Faulwasser Abpumpung ermöglichen tatsächlich. So, dann schalten wir es mal frei. Ich habe jetzt Forschungspunkte gehabt, über 2000 habe ich gehabt. Jetzt habe ich hier mal ein bisschen was investiert mal wieder. So, und jetzt haben wir diese neuen Pumpen und die müssen wir dann entsprechend auch benutzen. Und da müssen wir mal schauen, wo wir sie jetzt benutzen, wo das am besten passt. Also wir haben ja hier einen Schmutzwasserzulauf, der relativ nah an unserer Siedlung dran ist. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so blöd, den auch gleich zu benutzen tatsächlich. Weil da ist eh schon Schmutzwasser. Die Frage ist jetzt eben, werden wir das hier in der Mitte mal irgendwann durch Frischwasser ersetzen? Wäre wahrscheinlich langfristig eine schlaue Maßnahme, um hier die bewohnbare Fläche drastisch zu vergrößern, so als langfristiges Ziel. Allerdings, ja, müssen wir ja auch irgendwie an Schmutzwasser kommen, unseren Sprengstoff fürs Terraforming und generell auch das Extrakt aus diesem Schmutzwasser, nicht nur für den Sprengstoff, sondern auch generell fürs Terraforming herzustellen. Wie ihr seht, der Erdbagger, der braucht jetzt dieses Extrakt, das ist dieses Reagenzglas da. Und das braucht er, damit er halt Erde baggern kann tatsächlich. Und auch der Sprengstoff braucht das jetzt halt. Genau, so jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen erstmal natürlich die Sprengstofffabrik. Die können wir schon mal schreifhalten.
den Stufe 1 Sprengstoff, den können wir auch schon mal schreif halten. Wir brauchen die Zentrifuge noch, die können wir auch mal schreif halten, genau. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, das Extrakt herzustellen. Wir haben die Möglichkeit, Sprengstoff herzustellen. Und wir haben die Möglichkeit, das Zeug abzupumpen. Jetzt muss ich nochmal gucken, brauchen wir noch einen speziellen Behälter oder so dafür? Nee, ich glaube, da können wir tatsächlich den mittleren Tank direkt verwenden. Sollten wir auch vielleicht machen, genau. Ansonsten könnte man noch überlegen, ob man den großen Tank noch nimmt. Aber der kostet halt 30 Stahl. Das ist wahrscheinlich jetzt eher nicht so schlau. Das würde jetzt eher zu viel kosten, glaube ich. Wir haben noch nicht so eine riesige Menge an Stahl, dass wir das raushauen können ohne Ende. Dann würde ich sagen, Pumpe. Faulwasserpumpe. So, da gucken wir jetzt mal. Wie weit können wir denn da eigentlich mit dem Schlauch gehen? Okay, zwei Einheiten bei den Rustikalrouten geht das ja immer nur nach unten. Das heißt, wir sollten das dann vielleicht direkt hier vorne machen. Wenn jetzt natürlich da eine Schmutzwasserflut kommt, ist es natürlich dann eher ungünstig. Ich überlege. Ich würde es gerne möglichst weit oben eigentlich machen, wenn ich ehrlich bin. Kriegen die das von hier zufällig abgepumpt? Warte mal. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel das hinbauen. Ja, schade, das ist leider so versetzt. Da würden sie es abpumpen können. Das ist ja hier nur so ein leichter Bodensatz eigentlich. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Weil selbst wenn jetzt von hier... Obwohl, nee, okay, oder? Doch. Ja, weil selbst wenn jetzt von hier Schmutzwasser käme... Ich überlege halt gerade, dass diese Pumpen auch noch aktiv sein können, wenn diese Schmutzwasserflut kommt. Deswegen muss ich ein bisschen gucken. Es muss ein bisschen strategisch clever platziert werden. Ich meine, wir können es auch hier hinsetzen an sich. Da müssen wir dann das nur deaktivieren, wenn dann Schmutzwasserflut ist. Damit die da nicht hinlaufen halt. Ich mache das jetzt mal dahin. Machen wir so. Dann machen wir hier eine Treppe nach unten. So, und dann ziehen wir hier den Weg hin. Und dann macht man da auch gleich den Behälter dafür. Hier, genau, mittlerer Tank. Muss man mal jetzt kurz gucken, genau so. Straße. Und dann schon mal filtern. Und wir brauchen das Zeug hier, genau. Faulwasser. Erstmal nur das normale Faulwasser jetzt, ohne Verarbeitung. Und dann müssen wir gucken, wie wir dann die Verarbeitung machen. Da brauchen wir bestimmt wieder Energie dafür, wa? Für die Faulwasserverarbeitung. Zentrifuge, ja, braucht 200 PS. Aber das kriegen wir zur Not mit einer Windmühle auch hin. Das müssen wir nicht unbedingt mit einer Wassermühle machen. Wäre ja eine gute Idee, das Wasser auszutauschen. Ja, ja, aber das ist natürlich eine langfristige Sache. Und ohne Terraforming werde ich das nicht praktikabel hinkriegen. Ich werde nämlich dafür hier hinten einen Abfluss aufsprengen müssen, damit das Wasser, was hier aus den Schmutzwasserquellen sprudelt, das Schmutzwasser, damit das hier hinten wegfließen kann. Und nur dann kriege ich es nachhaltig aus der Mitte weg. Das heißt, ich muss vorher erstmal Sprengstoff bekommen und damit muss ich jetzt erstmal zuerst das mit dem Sprengstoff machen und dazu brauche ich das Schmutzwasser, ja. Das heißt, ja, da müssen wir jetzt erstmal damit kalkulieren sozusagen. Und ich bin mal gespannt, wann die nächste Schmutzwasserflut kommt. Wir hatten jetzt, die letzten drei Events waren alles normale Dürren. Ich bin mal gespannt, es ist eigentlich wieder überfällig, dass mal wieder eine Schmutzwasserflut kommt. Darf man auf jeden Fall mal gespannt sein. Wenn du dann Frischwasser da hinleitest, wird die Pumpe nicht mehr arbeiten. Ja, aber das liegt noch so weit in der Zukunft, das Problem, dass das jetzt erstmal egal ist. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir generell an Sprengstoff kommen. Und dazu muss ich das jetzt hier machen. Das kann man später dann immer noch verlegen. Ist mir schon klar, ja. Aber jetzt schon irgendwie zu sagen, ja, da wird irgendwann nur Frischwasser drin, das ist jetzt erstmal nicht relevant. Jetzt gerade ist da Schmutzwasser drin und kein Frischwasser. Und deswegen nehme ich jetzt gerade an der Stelle das Schmutzwasser raus und nicht das Frischwasser. Wir leben im Hier und Jetzt. Wir leben nicht jetzt irgendwie später. Wir leben im Hier und Jetzt. Deswegen machen wir das so. Und wichtig ist der Sprengstoff. Genau. Jetzt müssen wir mal schauen. Beim Sprengstoff brauche ich nochmal auch Energie, glaube ich. Genau, da brauchen wir 150 PS. Weißt du was? Wir bauen jetzt hier gleich die komplette Infrastruktur auf, würde ich sagen. Wir machen gleich die Zentrifuge daneben. Wobei, warte mal. Für die erste Stufe Sprengstoff brauchen wir noch gar kein zentrifugiertes Zeug. Schmutzwasser. Für die erste Stufe brauchen wir erstmal nur normales Schmutzwasser. Dann baue ich jetzt die Sprengstofffabrik schon mal auf. Die baue ich jetzt einfach... ja, da baue ich da natürlich dann zu, wenn ich da das jetzt... Ne, bauen wir es mal so. Ich will mal hier hinten noch offen lassen vielleicht. Ja, obwohl eigentlich... Ja doch, wir brauchen ja noch Platz für die Windmühle. Kriege ich die da noch hin? Ja, kriege ich noch hin. Machen wir mal so.
Und dann vielleicht mit, genau, mit so einem Ding. Und dann macht man hier vorne nämlich den Weg. Und hinten die Windmühlen, das passt doch. Sehr schön, sehr schön. Sprengstoff, meine lieben Freunde, Sprengstoff. Aber erstmal müssen sie mal das Wohnhaus bauen, weil ohne Wohnhaus keine Biber, die dann da drin arbeiten können. Genau. Wow! Wie sie gleich alle in das Riesenhaus ziehen. Heftig. Nicht schlecht. Wir haben 5 Arbeitslose. Warte mal, da können wir gleich mal noch einen Schlepper einstellen. Und noch 2 Bauarbeiter, würde ich sagen. Ist doch gar nicht mal schlecht. Gebäude von Schleppern priorisieren. Bei Wasser ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Nahrung ist auch genug da erstmal. Ist auch gut. Ich meine, wenn du da oben die Schleuse aufmachst. Ja, ja. Dann vermischt. Nee, 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 nee. Dann wird das erstmal verdünnt. Das wird erstmal verdünnt, das Schmutzwasser. Und das heißt nicht, dass die Pumpe dann nicht mehr arbeitet. Das heißt nur, dass die Pumpe dann etwas weniger fördert. Aber wir werden jetzt erstmal eh keine Riesenmengen davon brauchen, schätze ich. Hoffe ich. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es reicht, funktioniert oder nicht. Am Ende des Tages müssen wir halt einfach abwarten, ja. Müssen wir jetzt einfach alles erstmal ausprobieren. Habe ich eigentlich hier schon eine Erntezone definiert fürs Holz? Habe ich gar nicht. Siehst du mal, warte mal, das müssen wir mal machen. Weil sonst wird ja hier gar nicht weggeknabbert. Genau. Wir müssen ja da Holz ernten. Denn Baumaterial ist nämlich auch gerade schon wieder so ein bisschen Mangelware. Unsere beiden Holzlager sind nämlich leer. Das ist nicht gut. Und wir brauchen jetzt ja auch Holz für die Eisenverarbeitung. Wir haben jetzt 9 Einheiten Eisen. Das ist schon mal gut. Wir brauchen hier für die Anlage brauchen wir 30. Siehst du, das muss nämlich auch erstmal alles produziert werden. Zahnräder brauchen wir auch wieder. Die laufen aber erstmal soweit ganz gut durch. 6 Stück haben wir schon. Aber würde es am Spot reichen, einen Damm zu errichten, statt einen Kanal zu sprengen? Ja, theoretisch könnte man auch einen Damm bauen. Den müsste ich dann aber nicht nur hier bauen, sondern den müsste ich dann auch hier bauen. Ne? Weil das läuft ja über 2 Wege. Es darf halt nicht dazu kommen, dass es sich hier nach hinten aufstaut und dann hier in einer riesigen Menge nach oben drückt. Das wäre nicht gut. Das müssen wir verhindern. Wir müssen deswegen, glaube ich, eher versuchen, hier hinten den Abfluss ein bisschen runterzusprengen, damit der Pegel nicht ansteigt, wenn wir jetzt irgendwie da einen Damm bauen oder so. Das müssen wir berücksichtigen. Es kann sonst möglicherweise hier auf die nächste Ebene gehen oder hier auf die nächste Ebene. Und dann breitet sich dieser schädliche Bereich hier irgendwie aus. Gut, das ist jetzt erstmal hier noch nicht so schlimm. Auf der Höhe wäre es noch nicht so schlimm, aber auf der nächsten Höhe, ja, wäre es eigentlich auch noch nicht so schlimm. Ich glaube, wir müssen da echt vorsichtig sein. Es gab nämlich jetzt auch schon so Meldungen, dass diese Kontamination, wenn die Biber kontaminiert sind, dass die Biber unfruchtbar macht. Und dass diese Unfruchtbarkeit der Biber, dass sie dann keine Kinder mehr machen, dass die sich erhält, selbst wenn die Biber dekontaminiert sind. Man kann die Biber ja dekontaminieren, indem man diese Betten hier freischaltet oder diese Behälter, die übrigens auch Energie brauchen. So, und da können die nämlich von der Faulwasserkontamination geheilt werden, brauchen aber auch Extrakt dafür, um die zu bauen. Also ihr seht, da brauchen wir erstmal auch die Zentrifuge, weil das wird dann dafür gebraucht. Und ja, dann haben die zwar, dann sind ja zwar dekontaminiert, aber sind immer noch unfruchtbar. Das heißt, man sollte es wirklich. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte man es auf jeden Fall vermeiden, gerade bei den Rustikalruten auf jeden Fall, dass die kontaminiert werden. Bei den Eisenzähnen ist es nicht ganz so schlimm, weil die haben ja ihre Brutbehälter. Die sind ja im Grunde, haben ja keine Fruchtbarkeit. Aber die Rustikalruten, da ist das wohl ein ziemlich großes Thema noch. Und deswegen müssen wir da sehr aufpassen, ja. Müssen wir sehr, sehr, sehr aufpassen. Sind da nicht 2 unterschiedliche Quellen an Schmutzwasser? Naja, da sind halt, hier sind 2 Quellen, hier so sieht man es besser. Das sind 2 Quellen Schmutzwasser und hier oben ist auch noch 2 Quellen, genau. Aber die produzieren nicht so viel Schmutzwasser, das hier ist nur so eine Eisenmine. Die produzieren nicht so viel Schmutzwasser, wie die Wasserquellen Wasser produzieren. Also das ist nur so ein bisschen halt. Aber man muss halt trotzdem aufpassen, ja. Muss trotzdem aufpassen. So, jetzt ist die Pumpe immerhin schon mal fertig.
Sehr schön. Und da arbeitet auch schon direkt einer. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, der wird nicht kontaminiert, nur weil er da bei der Pumpe arbeitet. Aber es sieht schon mal gut aus. Es wird sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Schmutzwasser gepumpt. Das müssen wir dann natürlich auch entsprechend lagern können, nicht wahr? So, die Mühle ist schon relativ weit. Der Behälter wird jetzt auch langsam gebaut. Das sieht gut aus. Zahnräder werden produziert. Das muss halt dann erstmal durchlaufen alles. So was nennt sich dann die letzte Generation. Was die, die bei der Pumpe arbeiten müssen? Ja. Nee, also die Story ist ja, dass die Biber nach dem Ableben der Menschheit die dominierende Spezies auf dem Planeten sind, dass die Menschen sich gegenseitig halt ausgerottet haben. Und das, was bei diesem Konflikt entstanden ist, ist dieses Schmutzwasser. Hier steht auch zum Beispiel bei der Schmutzwasserquelle, warum müssen wir ausbaden, was die Menschen angerichtet haben? Ach stimmt ja, sie sind ja alle tot. Also, das ist halt so die Story von Timberborn, ja. Es spielt nach den Menschen und wir sind halt schon längst weg, aber die Biber müssen mit unseren Überbleibseln halt klarkommen und müssen das halt... Was ist hier? Ah, das ist überflutet, oder? Ja, tatsächlich. Vielleicht sollte ich mal hier noch ein bisschen weiter aufmachen. Anscheinend haben wir ein bisschen ein Flutproblem gerade. Ich glaube, wir machen mal so weit auf. Ah. Faulwasserflut, 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 Faulwasserflut. Wir kriegen eine Faulwasserflut, Faulwasserflut. Wir kriegen eine Faulwasserflut, meine lieben Freunde. Okay, das heißt jetzt zwei Dinge heißt das jetzt. Wir müssen dann rechtzeitig die Schotten dicht machen, damit wir hier das Frischwasser möglichst lagern. Und wir müssen hier dann kurz bevor die Faulwasserflut kommt, am besten dann hier zumachen und hier schon aufmachen, damit das Frischwasser schon komplett hier abfließen kann, damit möglichst wenig Wasser hier drin steht, damit sich das Faulwasser nicht zu hoch aufstaut. Es sollte sich möglichst nicht zu hoch aufstauen. Es sollte möglichst nur in der unteren Rinne bleiben und nicht in die obere kommen, weil sonst sich natürlich der schädliche Radius weiter ausbreitet, ne? Das ist halt so das Problem. Also das heißt, wir müssen das hier füllen und das hier müssen wir leeren. Nice, okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Typischer Quellspike, der sich reindrückt. Ja, sieht wohl so aus. Scheint irgendwie gerade ein Overflow zu sein, so ein bisschen. Wir können ja hier schon mal so ein bisschen auch aufmachen, eigentlich. Dass wir das mal ein bisschen entlasten. Vielleicht ruhig noch ein bisschen. Noch ein bisschen. 0,5, genau. Machen wir es mal auf 0,5. Dann zieht es hier ein bisschen die... Wenn nicht, dass uns die Gebäude jetzt deaktiviert werden, das wäre jetzt irgendwie ärgerlich. Ja, da fließt es ab, sehr gut. Wir brauchen ja das Material hier von den Gebäuden und so. Wäre sonst ungünstig. So, okay. Wie sieht's aus mit dem Bau? 10 Zahnräder haben wir. Na, das schaffen wir, glaube ich, jetzt vor dem Event nicht mehr. Schade. Aber ist auf jeden Fall spannend, ja. Es gibt übrigens auch neue Dekorationsobjekte im neuen Update. Hängematten gibt's. Ich schalte das jetzt einfach mal frei. Hängematten, was haben wir hier noch gehabt? Eine Litfaßsäule, oh, die braucht 600. Okay, die ist natürlich schon ganz schön teuer. Aber ich baue jetzt mal die, und eine Lampe, genau, Lampen gibt es auch. Leuchten die dann eigentlich auch, die Lampen? Ich will mal eine Lampe bauen. Mal gucken. Und hier mal auch noch eine Lampe bauen. Lampen, meine lieben Freunde, was brauchen die Lampen? Holzbretter und Rohholz, das ist ja gar nicht mal so teuer. Das gibt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen einen schönen Bonus. Ästhetik, genau. Gibt im Umkreis von einem Feld Ästhetik. Bisschen Straßenbeleuchtung. In 2 Tagen beginnt die Dürre. Ich glaube, jetzt kann ich auch ruhig wieder ein bisschen eher hier hinten wieder zumachen. Erstmal. Die Dürre sage ich schon. Die Faulwasserflut meine ich. Ich bin mit dem Gedanken immer noch bei der Dürre. Unglaublich. Bist du sicher, dass die Dämme auf dem niedrigsten Level stehen? Die hier auf jeden Fall, ja. Das Problem ist, ich habe hier eine 2er-Schleuse genommen und keine 3er. Das müssten wir hier nochmal ändern, glaube ich. Dass wir da mal eine 3er machen. Das wäre da ein bisschen... Das habe ich aus Forschungspunkte-Spargründen gemacht, als ich mich hier aufgebaut habe. Das müssen wir nochmal ersetzen. Das ist, glaube ich, nicht so praktikabel. Aber jetzt gerade habe ich auch andere Prios. Beim Faulwasserabfluss. Da habe ich jetzt wieder zugemacht erstmal.
Wir müssen hier auch gleich erstmal wieder ein bisschen hoch machen eigentlich. Weil wir wollen ja auch aufstauen und das dauert sonst zu lange, wenn wir das jetzt nicht machen. Das ist jetzt eine ganz schöne Balanceaufgabe, ne? Also man muss ganz schön aufpassen, dass man da jetzt nicht das Falsche macht. Baustelle fehlen, Biber ist verletzt. Ja genau, es gibt jetzt übrigens, genau, das ist auch eine Neuerung im Update. Es gibt keine Heiler mehr und keine Heilpflanzen. Es gibt nur noch die Betten, die Krankenbetten und die Dekontaminationsbehälter natürlich. Aber das hat man einfach gemacht, weil es einfach so ein kleinteiliges Mikromanagement war mit den Heilpflanzen, den Heilern und dann noch die Betten. Also du hattest quasi drei Sachen, die du brauchtest, um den Biber zu heilen, der sich beim Arbeiten verletzt hat. Weil die haben sich ja immer nur bei so High-Level-Arbeiten verletzt, wie zum Beispiel Stahlverarbeitung. Das war so eine typische Aufgabe, wo die ständig verletzt waren. Und dann brauchst du es halt nochmal zusätzlich diese riesige Infrastruktur für die Heilung. Also das macht das Eisen halt quasi doppelt teuer nochmal. Weil du ja, die brauchst die Infrastruktur für die ganze Eisenrohbeschaffung, das Holz dafür, Einlagerung hast du nicht gesehen und brauchst die Arbeitskräfte und dann aber noch dieses ganze Heilungsding. Das war einfach dann zu viel. Das war mir persönlich auch immer zu mikromanagementig mit dem Heilen. Ich meine, ob die Schleusen wirklich alles rauslassen oder ob davor was zurückbleiben würde. Das müssen wir testen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe diesen Abfluss jetzt noch nicht mit Faulwasser getestet. Das werden wir gleich sehen, was da passiert. Ich werde 0,5 Tage, bevor das losgeht, hier komplett dicht machen. Und hier komplett dicht machen. Und dann machen wir hier die Schleusen auf und gucken mal, wie viel von dem Wasser sich dann aufstaut. Dann sehen wir es schon so ein bisschen. Dann wissen wir auch, ob wir hier aufmachen müssen zusätzlich. Oder ob das auch ohne diese Öffnungen hier passt. Wobei man diesen Überlauf eigentlich schon direkt aufmachen kann. Das ist ja hier ein Überlaufschutz nochmal. Wo dann, wenn hier zu viel sich aufstaut, weil das hier nicht schnell genug rausgeht, wo man dann hier noch ein bisschen was ableiten kann zusätzlich. Werden wir mal sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, meine lieben Freunde. Jetzt wird's aufregend. Total aufregend wird es. Und wir sehen, wir brauchen nur noch 3 Zahnräder, verdammt. Wir brauchen nur noch 3 Zahnräder, um den Behälter zu bauen. Ah, so lange müsste ich eigentlich noch offen lassen, damit das Ding hier noch weiter arbeiten kann in der Zeit. Ah, Mann, wir brauchen nur noch 2 eigentlich. Nur noch 2 brauchen wir. Aber ich glaube, jetzt wird es eh gleich Nacht. Das schaffen sie nicht mehr, das Letzte. Das Letzte schaffen sie nicht mehr. 1 Zahnrad. Nur noch 1 Zahnrad. Mann, warum? Zolitschen, du musst schneller arbeiten. Oh, er könnte es noch schaffen, tatsächlich. Ich glaube, er schafft es. Er hat es noch geschafft. Der Wahnsinn. Okay, dann mache ich jetzt zu. Das war das Letzte, was noch gebraucht wurde. Machen wir zu. Und hier machen wir gleich dann auch zu, wenn es hier so ein bisschen über die Ufer tritt, machen wir zu. Jetzt machen wir hier zu. Komplett bis ganz nach oben. So, und jetzt machen wir hier komplett auf. Der Weg mal gespannt, ob das reicht von der Kapazität. Ja, jetzt haben wir hier eine 2-3er und eine 2er-Schleuse und die müssten das hoffentlich dann rauslassen. Und wenn es sich doch stauen sollte, dann ist hier halt nochmal die Öffnung, die den zusätzlichen Überlauf gewährleistet. Oder den Ablauf vom Überlauf. Also wie gesagt, hier können wir auch noch Blöcke wegsprengen, damit es noch ein bisschen besser abfließen kann dann. Aber da müssen wir, wie gesagt, dann den Sprengstoff erstmal dafür haben. Ich glaube, wenn wir hier diese Rinne noch runtersprengen, auf die nächste Tiefe hier, dann müsste das eigentlich noch mal ein bisschen bessere Abflusseigenschaften haben. Jetzt geht's gleich los. Das Faulwasser kommt. Es kommt. Da kommt es. Es kommt, die Kloake kommt und sie bahnt sich ihren Weg. Sie bahnt sich ihren Weg. Jetzt sieht es erstmal ganz gut aus, so vom Abflussverhalten. Das gefällt mir, es kommt noch nicht hier oben hin. Das ist schon mal gut. So, jetzt sehen wir auch gleich, wie sich das auswirkt. Wenn das da jetzt reinfließt. Schöne Brühe. Das sieht schon echt krass aus, wie das dann plötzlich so sich verfärbt, das Wasser. Ich finde das schon echt geil gemacht. Ja, wir sehen, hier hat es natürlich einen Effekt, aber es kommt nicht bis an die Möhren ran, das ist schon mal gut. Und wir sehen, es wird jetzt nicht signifikant mehr Wasser hier oder so. Also es fließt in ausreichender Menge ab und das war nämlich auch der Plan dafür, genau. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich soll die Arbeitszeit draufstellen. Nee, dann sind die, glaube ich, unglücklich, oder?
wenn man das macht. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das finden die nicht so gut. Ich glaube, das lassen wir lieber mal. Oh, es läuft ja sogar noch. Ach ja, stimmt, wir haben ja eine Windmühle gebaut. Ich erinnere mich. Auf jeden Fall haben wir diesmal nicht diese Teilkontaminierung, die wir hier beim letzten Mal hatten. Das ist schon mal gut. Also soweit bin ich erstmal sehr zufrieden mit meiner Umleitung. Die Hängematte bauen, ja genau, stimmt. Wie sieht es denn eigentlich mit den Straßenlampen aus? Haben die jetzt eigentlich schon mal geleuchtet? Hab ja nicht hingeguckt, siehst du? Bin so fasziniert von dem Faulwasser. Hängematte, Hängematte. Matte, Hänge, Matte, Hänge, Matte, Hänge, Matte, Hänge. Gehänge, Gehänge. Wo machen wir die denn hin? Warte mal, wir hatten hier noch so viel Platz irgendwie. Hier, genau. Machen wir die mal hier hin. Und hier hatten wir, glaube ich, auch noch Platz. Machen wir da auch noch eine Hängematte hin. Hängematte, Hängematte. Was braucht ihr eigentlich? Bretter und Holz. Ich bin entsetzt, dass man da kein Papier für braucht irgendwie, für das Hängen. Das, wie machen die denn dann die Matte vom Hängen? Ist das dann ein Brett oder was ist das dann? Wie liegen die da eigentlich? Egal. Es sind übrigens 6,2 Tage Faulwasserflut. Ich wollte es nur mal so gesagt haben. Aber soweit sieht das erstmal gut aus. Es sieht nicht so aus, als würden wir diesen zweiten Abfluss hier brauchen. Es läuft besser ab wie gestern. Das liegt vor allem, wie gesagt, daran, dass es hier nicht über die Ufer treten kann und dass hier der Abfluss breiter ist. Ne, wir haben das ein bisschen, es ist im Grunde größere, ein Block mehr eigentlich, wo es abfließen kann. Und das macht schon viel aus. Es staut sich dann nicht mehr zurück. Und hier tritt es auch nicht über die Ufer. Durch diesen einen Block oben drüber mehr, ne, da kann es nicht drüber schwappen. Sieht man hier, es ist so die untere Kante, staut sich ein bisschen, aber ansonsten geht es nicht weiter hoch. Und das ist schon gut so eigentlich. Und genauso wollte ich das auch haben, das war so der Plan. Und falls wirklich mal irgendwie durch irgendeinen blöden Umstand doch mal irgendwie zu viel kommen sollte, ich wüsste nicht warum, aber kann ja sein, vielleicht gibt es irgendwie mal auch irgendwann Events, die das stärker machen, den Fluss, weiß ich nicht. Oder so eine manchmal gibt es auch diesen Effekt, dass es sich dann ein bisschen rückstaut trotzdem wegen irgendwas, keine Ahnung. Und dann kann man hier diesen Überlauf noch dafür nutzen, dann kann es sich hier nicht, es wichtig ist nur, dass es hier nicht drüber geht. Von mir aus, hier vorne kann es ja dann überschwappen und so, ist ja egal dann. Aber hier hinten darf es halt nicht hochschwappen. Im Wasser müssten noch eklige Brocken schwimmen, Kappa. Ja, eklige Ekelbrocken. Solche leckere Ekelbrocken. Aber ich finde diese Schlieren, diese leuchtenden, finde ich ehrlich gesagt schon auch ziemlich beängstigend. Das sieht schon ein bisschen eklig aus. Ich meine, da will ich auch nicht drin schwimmen, ja. In der Pampe. Ich glaube, meine Biber können auch drauf verzichten. Fies wäre es jetzt noch, wenn das Zeug noch so einen Radius hätte. Also, dass die Biber auch nicht nah ran dürfen. Also, dass die nicht nur unbedingt bei direktem Kontakt kontaminiert werden, sondern über die Zeit halt auch, wenn sie sich einfach in der Nähe davon aufhalten. Das wäre noch fies. Aber ich glaube, das wäre dann auch zu krass. Weil einige haben sich auch schon beschwert, insofern, auf anderen Karten ist es halt nicht so einfach, dieses Schmutzwasser wegzukriegen von der Siedlung. Und da ist es auch so, dass es bei höheren Schwierigkeitsgraden schneller passiert. Also da hast du nicht irgendwie noch 5 Zyklen Zeit. Da kann das durchaus auch im ersten oder im zweiten Zyklus kommen direkt, wenn du auf Schwierigkeit schwer spielst zum Beispiel. Und dann hast du halt das Problem, das kriegst du so schnell nicht hingekriegt, also hingebaut auf vielen Karten, so ein Abflusssystem wie hier. Und das ist dann natürlich ein Problem. Und das ist auch etwas, was es momentan etwas unbalanced macht. Dass auf Karten, wo man nicht schnell so einen Abfluss hinbauen kann und auch auf hohen Schwierigkeitsgraden, wo das früher passiert, dass du einfach die Zeit nicht hast, weil du musst ja am Anfang erstmal Nahrung sicherstellen, du musst auch die Bevölkerung erstmal zum Wachsen bringen, ob du überhaupt Arbeiter hast. Da musst du ja, du musst so viel machen am Anfang und da musst du noch dafür sorgen direkt, dass du auch gleich einen Abfluss für Schmutzwasser hast. Und wie gesagt, wenn sie einmal kontaminiert sind, gerade die Rustikalrouten, dann können sie keine Kinder mehr zeugen aktuell wohl. Also ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Das haben einige halt gesagt, dass das so ist. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Kann sein, dass das noch rausgepatcht wird. Wie gesagt, wir sind hier nicht in der finalen Update-Version. Wir sind hier im Experimental. Das heißt, solche Dinge können sich auch noch verändern hinten raus. Das muss nicht der finale Stand sein, ja, ganz wichtig. Muss man definitiv mal auch dazu sagen jetzt. Haben wir jetzt Hängematten? Oh, wir haben Hängematten jetzt. Hängematte und Lampe. Bin mal gespannt, legt sich da mal auch einer rein in die Hängematte? Schlafen die dann da nachts richtig in der Hängematte oder
Oder ist das jetzt einfach nur, was ist das eigentlich? Eine Schaukel zur Entspannung, okay. Ist zur Entspannung. Okay, aber was macht das für einen Effekt? Gar keinen, oder was? Ist quasi wie so eine Bank. Das nutzt doch irgendwie keiner. Laufen alle vorbei. Na, sowas aber auch. Aber wenn das zur Entspannung ist, warum ist das dann nicht unter Entertainment, frage ich mich. Du könntest noch einen weiteren Weg dort, wo das tiefere Haus ist, zu dem Damm, den du gerade bauen lässt, ziehen, damit die Biber einen kürzeren Weg zur Baustelle haben. Ja, das können wir auch machen. Mach ich jetzt aber nicht. Jetzt will ich mal gucken, wie hier einer mal in die Hängematte geht. Ja, irgendwie gehen die da nicht rein. Vielleicht gehen sie abends erst in die Hängematte. Also auf die Bänke haben sie sich tagsüber auch einfach mal so... Ah, jetzt! Da hat einer drin gelegen. Also machen wir mal gleich ein bisschen langsamer vielleicht, dass wir das auch mal sehen. Es geht zu schnell. Die machen so Schnellhängungen. Yes! Hä? Was? Wie schnell geht denn das? Aber die Lampe leuchtet. Die sind ja sehr fix in der Hängematte, die Biber. Nicht schlecht. Aber es waren sie wirklich nur abends, hätte ich nicht gedacht. Die Lampe ist ein bisschen... Schade, dass Timberborn... Das ist so eine Sache, die bei Timberborn ein bisschen schade ist. Das Lichtsystem ist eigentlich nicht vorhanden. Das Einzige, was Licht macht, ist die Sonne und auch Schatten. Und ansonsten alles andere, alle anderen Lichtquellen sind einfach egal. Da passiert einfach nicht wirklich was. Und das ist auch leider bei den Lampen so. Das wäre irgendwie noch schön, wenn es ein bisschen mit den Lichtquellen ein bisschen mehr machen würde, auch nachts und so. Dass man ein bisschen mehr Schatten hat und ein bisschen mehr auch so Lichtkegel. Da ist es leider ein bisschen reduziert irgendwie von der Grafik. Ist halt mehr so ein bisschen so ein Comic-Stil. Aber ja, Leuchten ist was anderes. Ja, vielleicht machen sie sowas noch im letzten Schritt irgendwann, dass sie nochmal einen Grafik-Overhaul machen. Es könnte, was die Lichteffekte angeht, ruhig ein bisschen schöner noch sein. Und die Schatten könnten auch ein bisschen schöner sein. Manchmal hat es gar keine Schatten tatsächlich. Ich glaube, die Biber werfen gar keinen Schatten. Ja, ich glaube, die sind einfach... Ja, doch, die werfen einen Schatten, aber nur so ein ganz... Von der Sonne halt, wie gesagt, aber nicht von den anderen Lichtquellen. Es gibt, glaube ich, wirklich keine anderen Lichtquellen als die Sonne. Oder den Mond halt in dem Fall. Dann da kommt das Lumen-Update, nachdem dann nichts mehr funktioniert, ja. Nee, na bitte nicht so. Also dann, wenn dann schon auf eine Art und Weise, dass dann wenigstens das Spiel noch spielbar ist, ja. Ja, genau. Nee, wir haben auf jeden Fall jetzt einiges geschafft schon. Wie sieht es jetzt aus mit dem Auffangen von... Ah, seht ihr, jetzt haben wir hier über die Pumpe... Haben wir jetzt hier das Schmutzwasser schon teilweise aufgesammelt. Wie viel haben wir denn? 107. Und damit könnte man jetzt schon Sprengstoff herstellen. Wenn wir jetzt hier unsere Sprengstofffabrik schon fertig hätten. Was ja gerade jetzt nicht der Fall ist, weil wir jetzt erstmal erwarten müssen. Ich mache mal die Geschwindigkeit jetzt wieder hoch. Wenn wir jetzt erstmal warten müssen, bis die Dürre vorbei ist. Also die Flut. Könnten wir dann hier dann daraus den Sprengstoff schon herstellen. Stufe 1, ne? Eigentlich gar nicht so doof. Wir können ja hier die ganze Sprengstofffabrik dann, also Verarbeitung, wir brauchen ja dann noch mehr Anlagen. Können wir da eigentlich schon ein Rezept auswählen, weil wir müssen ja dann eine bestimmte Art Sprengstoff machen. Sieht aber nicht so aus. Ne, ich kann noch nichts einstellen. Müssen wir warten, bis das Gebäude fertig ist. Zahnräder brauchen wir 30. Ja, die Zahnradproduktion, die läuft ja auf jeden Fall noch, stimmt. Da haben sie ja auch noch genug Zeug. Und auch die Windmühle. Das ist halt der Vorteil bei den Rustikalrouten, dass die ihre Windmühlen haben. So, der Abfluss funktioniert sehr gut. Wir müssen dann nur dran denken, wenn das vorbei ist mit der Faulwasserflut, dass wir dann das wieder umstellen. Ja, also dass wir dann hier wieder eher zumachen, hier wieder aufmachen. Müssen wir natürlich aber auch warten, bevor wir das auf- und zumachen, dass das Faulwasser komplett abgeflossen ist, damit nichts mehr da drin zurückbleibt. Wir müssen es quasi erstmal alles rausspülen einmal mit Frischwasser, sodass das Frischwasser hier hinten dann an der Kartenrand angekommen ist und dann können wir aufmachen. Ganz wichtig. Also nicht, wenn das Event vorbei ist, machen, sondern erstmal warten, weil sonst kommt ja das, was hier noch drin ist im Lauf, kommt ja dann hier mit rein und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ja komplett hier raushalten.
Also man muss da ein bisschen mehr Zeit noch mit hinzurechnen, die es braucht, um rausgespült zu werden, so. Ganz wichtig. Ganz wichtiger Punkt mit dem Rausspülen. Immer schön rausspülen. Man muss die Suppe noch veredeln. Nee, für die erste Stufe Sprengstoff glaube ich nicht, aber das könnte ich erst safe sagen, wenn ich hier den Sprengstoffmacher mal am Start hätte. Wir brauchen noch 9 Eisenbarren. Das sieht aber auch ganz gut aus. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Und was wir mal machen müssen, ist ein Batterieturm noch. Das wäre auch noch ganz spannend, dass wir mal ein bisschen mehr Energie konservieren. Gut, das ist bei den Rustikalrouten jetzt nicht so dringend, weil die haben ja ihre Windmühlen. Die können ja auch theoretisch, wenn so ein Ereignis ist wie das, auch wenn Dürre ist und so, können die ja trotzdem noch Energie bekommen über die Windmühlen. Na, man müsste es vielleicht irgendwie alles ein bisschen zusammenschalten noch. Das wäre noch ganz schlau, dass die sich so ein bisschen untereinander die Energie so ein bisschen zuschanzen, die Gebäude noch. Weil wir haben hier was, hier was, hier was. Das könnte man alles so ein bisschen zusammennehmen vielleicht. Müssen wir mal gucken. Generell müssen wir mal schauen, wie wir dann den weiteren Bau planen. Wir könnten auch theoretisch ein paar von den Wohngebäuden übereinander stapeln noch ein bisschen mehr. Dass wir so ein bisschen so einen zentralen Wohnwolkenkratzer haben so ein bisschen. Wäre auch eine Idee. Also da geht ja bei Timberborn einiges. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall funktioniert mein Abfluss sehr gut. Da bin ich schon mal sehr zufrieden. Das sieht sehr gut aus. Und gleich ist auch die Faulwasserflut auch wieder vorbei. Bin schon mal sehr zufrieden. Und dadurch, dass das auch so weit oben ist, hier, das ist der andere Vorteil auf der Karte. Dadurch, dass es so weit oben ist, wird auch nur bei der Faulwasserflut der obere Bereich hier von den Pflanzen beansprucht. Ja, also die werden dann hier kaputt gemacht davon. Aber nach unten kommt es gar nicht. Ja, also das kommt gar nicht bis hierhin. Das ist eigentlich schon ganz gut. Nur der Bereich hier ist ein bisschen kritisch. Okay, jetzt haben wir natürlich Wassermangel hier an der Stelle. Das ist nochmal die andere Thematik gerade. Weil es jetzt halt auch schon recht lange dauert. Aber gut, das ist jetzt halt mal so. Wir haben ja volle Lager erstmal. Das müssen wir ein bisschen berücksichtigen vielleicht beim nächsten Mal. Wassertechnisch, dass das ein bisschen kritisch wird dann auch. Aber es ist ja jetzt vorbei. Hat also gerade so gereicht. So, jetzt kommt das Frischwasser wieder. Und spült das jetzt weg. Jetzt müssen wir, wie gesagt, auch erstmal warten, bis es das weggespült hat. Genau. Schön hier komplett. Muss komplett raus sein hier. Sehr gut. Da ist jetzt blau. Wir warten noch, wir warten noch, wir warten noch. So, jetzt können wir es aufmachen. Komplett aufmachen. Und dann ist auch wieder Wasser am Start. Und hier machen wir mal auch schon auf. Dann kann auch schon hier die Produktion wieder weitergehen. Genau. Sehr gut. Wunderbar. So läuft das. Im wahrsten Sinne. Es läuft, meine lieben Freunde. Es läuft. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Abfluss. Es funktioniert. Wie gesagt, hier ist es vielleicht ein bisschen kritisch mit der Wassermenge. Vielleicht sollten wir die Pumpen hier auch einfach wegmachen. Und lieber hier nochmal eine Pumpe hinbauen. Dass wir das Wasser hier eher für die Landwirtschaft noch konservieren. Und tiefer sprengen könnten wir das theoretisch auch noch hier an der Stelle, wenn wir Sprengstoff dann haben. Ja, müssen wir erstmal warten, wie gesagt. Wir brauchen noch ein bisschen Zeug dafür. 2 Metallblöcke fehlen noch und 7 Zahnräder noch. Die sollten aber eigentlich nicht lange auf sich warten lassen. In 2 Ingame-Tagen müssten wir das eigentlich haben. Die Schleusen hinten schließen. Ich könnte es ein bisschen höher zumachen, aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Die Abflusskapazität ist nämlich tatsächlich hier vorne nicht ausreichend so richtig. Da müssen wir ein bisschen gucken. Also ich würde das eigentlich hier gerne auf 1,5 hoch machen vielleicht. Und dann schauen, dass wir die Kompensation von dem, was zu viel reinkommt, dann hier drüber machen. Wir wollen ja auch nicht, dass es hier überschwappt. Das wäre ungünstig, weil hier soll ja nicht das Wasser verdünnt werden, das Schmutzwasser. Das brauchen wir ja, wie gesagt, dann hier gleich für unsere Sprengstoffproduktion, genau. Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert gerne die Biber-Benachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.